Das ist ein kleiner Theaterstadel. Wir haben jetzt viel angenommen, haben viel gebaut, haben was Schönes gemacht, dass die Leute auch zufrieden sein können. Und dass sie Gaude haben, wenn sie Binster sein, oder? Ich bin der Verpächter und der Josef Benz, das ist der Obmann von Theaterstadel. Und das ist das, was ich. Wir arbeiten gut zusammen. Das dritte Stück, was wir jetzt spielen. Wir haben angefangen mit der gewussten Schuhe, mit der Sandlerparade. Wir haben letzte die spielt die Franziska von unserem Landesspielleiter von Schatz. Karl, und jetzt haben wir uns getraut, über das Friedrich-Zauner-Stück, über das Joch der Erde, was Bewegendes, was Durchgreifendes, was Starkes. Anfangen im Mai und aufhören Mitte Oktober, also länger kannst du bei uns nicht spielen. Und die meisten Bühnen, die spielen ja doch oft nur im November, in irgendeinem Turnsaal oder Theatersaal in der Schule rein, und da ist es nachher gerade immer nicht. Aber darin sind wir heuer, Imst haben wir auch schon das zweite Mal, vorher sind wir die 18 Schauspieler, das war sowieso von Zirl bis Imst, das war ganz super, und wenn sich irgendwas ergibt, immer gerne. Und der Stadel bietet sich hier für solche Sachen perfekt an. Es gibt schon mehrere Bühnen, die inzwischen anfragen, wenn mal ein Gast spielt. Genauso, das ist auch wieder das, wo wir genau auf das zurückkommen, was wir wieder haben wollen. Und ich will versuchen, junge Spieler, was engagiert in die Startlöcher stehen, muss alte Ensemble einfach die Platzhirschen sein, wenn man es ganz ehrlich offen sagt, auf dem Tisch, dass die die Möglichkeit haben, was zu bringen auf die Bühne und sich erweitern können und die Gaude am Theater nicht verlieren. Und es geht nicht nur darum, dass man einfach die Jungen immer eine Chance gibt, sondern man merkt, wenn man so ein bisschen mal dumm telefoniert, wen braucht man noch? Jeder Schauspieler kennt wieder irgendjemanden, ah, mit dem habe ich einmal gespielt oder sowas, dann ruft man den an, ja, passt gut. Unser Bühne spielt momentan nicht. Weil die Löcher in die Luft. Hab ich's halt nicht gehört. Vergeben. Gescheit sein. Das ist alles, was du kannst. Das Leben da vom Land heraus. Schrau. Das geht. Das kommt noch ans Kopfende.